Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Paket öffnen soll. Nicht im Sinne von aufmachen, sondern wie ich euch das zeigen werde. Also es werden wahrscheinlich mehrere Parts werden, das ist sicher. Das sind 23 Kilo pure Sammlung, ja. 16 Euro Versandkosten. Also ich habe hier mir schon mal ein schönes Messerchen rangeholt. Ich würde sagen, wir machen es jetzt erstmal auf. Dann haben wir hier so einen kleinen Überblick, was hier eigentlich alles drin ist. Und dann werde ich nicht umhin kommen, das erstmal vorzusortieren. Ja, normalerweise mache ich das direkt aus der Box raus, aber diesmal geht es nicht anders. Wir müssen das hier tatsächlich einfach Step für Step machen. Ich muss das vorsortieren. Es ist auch mit dem Verkäufer noch kein Preis ausgemacht. Er hat gesagt, ich soll mir das erst anschauen und dann machen wir das. Jetzt machen wir den Scheiß hier erstmal auf. Wirklich, das ist wie Fort Knox hier gesichert. Das werden wir hier bei auf Alcatraz. Oh, ah, Gott, zack. So. Ach du Grüne. Hoppla. So, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hier alles schön sehen. Okay, das brauchen wir schon mal nicht. Das ist viel, würde ich sagen, Leute. Das ist richtig viel. Ach du heiliger Strohsack. Ja, Leute, wie gesagt, wir machen hier jetzt mal einen kurzen Cut und ich sortiere das dann erstmal auseinander und dann schaue ich mal, was ich euch hier zuerst zeige, bevor wir dann eben anderweitig weitermachen. So, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, erstmal diese Box hier aufzumachen und einen Ordner, den ich hier noch neben dran habe, einer von vielen Ordnern offensichtlich. Ich denke, das hier ist auch der Hauptteil der Sammlung, das, was ich auch schon auf den Bildern gesehen habe. Das heißt, das, was hier drin ist, das dürfte für mich jetzt weniger überraschend sein. Hier wird für mich jetzt wichtig sein, wie sind die Zustände der Karten, und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ja, das war tatsächlich der Eyecatcher der Sammlung. Abgesehen von der Masse, die dabei ist. Wir holen jetzt einfach mal hier einen kurzen Stapel raus. Ich werde mir für die hier Zeit nehmen, denn ich möchte auch die Zustände begutachten. Das werde ich auch, nachdem wir alles aufgemacht haben, nochmal machen, damit ich dann eben einen Preis generieren kann. So, wir haben hier also einmal eine Jubel, der ultimative Albtraum. Einige, hat er schon gesagt, sind schon ein bisschen lediert. Jubel sieht aber ganz gut aus. Die geht, glaube ich, noch ein paar Euro. Werden wir dann gleich mal gucken. Aufrichtig sieht von vorne auch sehr, sehr schön aus. Hier in Secret Rare. In Secret habe ich tatsächlich noch nicht so viele. Ich habe sie hauptsächlich in Ghost, Gold und Ultra. Hier haben wir allerdings unten eine Beschädigung. Hier oben, da oben ist der Rand abgefressen. Hinten, das ist schon wieder nur Good oder Excellent. Je nachdem, das muss ich dann später nochmal begutachten hinter der Kamera. Also ich sehe das Ganze jetzt ja bloß durch die Kamera selbst. Das heißt, ich kann das hier jetzt noch nicht hundertprozentig gut beurteilen. Dann haben wir einen Regenbogendrachen, der ebenfalls zumindest von vorne einen guten Eindruck macht. Aber auch hier hinten Beschädigungen am rechten unteren Eck. Boah, seht ihr das? Am oberen Eck hier oben, dort unten. Also er ist schon hinten bespielt, ja. Da kann man also vor allen Dingen, weil sich hier schon das Eck ablöst ein bisschen, da will ich jetzt nicht weiter dran rumspielen, kann man hier tatsächlich schon von leicht played, also ja doch, lightly played reden. Schade eigentlich, weil vorne sieht er halt wirklich gut aus. Wenn er das hin auch noch gewesen wäre, wäre er tatsächlich einiges wert gewesen. Er ist bestimmt jetzt auch noch ein paar Euro wert, so in dem Zustand. Aber natürlich nicht mehr so viel, wie wenn er jetzt niemand wäre. Dann, ein Urteilsdrache aus LODT. Sehr schön. Das wird euch vielleicht wundern, aber von dem habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele in Secret. Ich habe halt eher so die Gold Commons und auch die Ultimate Rares habe ich ein paar, aber von den Secrets habe ich noch gar nicht so viele. Sehr schön, sehr schön. Das sieht auch in Secret Rare extrem gut aus. Schauen wir uns mal hinten den Zustand an. Ja, auch hier Abnutzungen zu erkennen. Allerdings sind das jetzt keine allzu großen. Den würde ich noch als exzellent bezeichnen. Wir machen das jetzt so, ich gehe die Karten einfach ganz normal durch, damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Und schauen wir die dann einfach nachher nochmal an. Dann haben wir hier einen Chaos Imperator Drachen aus The Lost Millennium. Sehr schön. In Ultimate einen finsteren Horus.
und Sternenfresser. Eine Karte, die mal richtig viel wert war. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell mit der Karte aussieht, aber den gibt es ja auch in Ghost. Hier in Ultimate, er sieht halt einfach, das ist halt einfach ein extrem krankes Design. Ich will gar nicht wissen, wie lange der Typ, der das designt hat, an diesem Artwork saß. Weil das halt wirklich, ihr müsst euch einfach mal angucken, wie detailliert dieses Artwork ist. Das ist richtig krass. Aber es ist so eine Karte, da habe ich mir am Anfang gedacht, okay, die ist einfach overdesigned. Ich erkenne da kein Monster, ich erkenne da nur irgendwelche Farbkleckse. Mittlerweile erkenne ich ein Monster, nachdem ich die Karte eingehend studiert habe optisch. Aber es ist schon wirklich kurz vom overdesigned sein. Aber den finsteren Rebellions Xyz Drachen. Einen edlen Ritter Gvalchavat. Was ist denn das für ein Name? Gvalchavat. Naja, jedenfalls sieht er sehr schön aus, die edlen Ritter im Allgemeinen, schöne Artworks. Dann aus Pharaonic Guardian den Lava Golem in Secret Rare. Ein Set, das bei uns leider nie rauskam. Also das ist eigentlich der Original-Printer-Karte. Bei uns kam er in dem Starter-Deck Marik raus, glaube ich. Dann einen Gaia Drachling, die Universalkraft in Alti. Finde ich übrigens gut, dass die schon so eingehüllt sind. dann Nummer C104, Schattenhorror Maskerade. Ich sehe hier unten eine richtige Delle drin. Scheiße. Schade. Aber ansonsten geht er eigentlich noch. Ist aber halt auch schon played. Ja, das kann man beim besten Willen nicht mehr als gut oder exzellent bezeichnen. Aber auf jeden Fall nice. Ich glaube, der geht im Allgemeinen nicht so viel Maskerade. Der ist jetzt nicht spielstark, soweit ich weiß. Dann nochmal Blitzschidori. Der war auch mal sehr teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er momentan geht. Dann majestätischer Sterndrache in Ultimate Rare. Unlimitierte Auflage. Aber es freut mich. Ich mag diese Karte ganz gerne. Ich will das hier mal ganz kurz nach dem Zustand noch schauen. Das ist ja eigentlich, das ist mittlerweile schon eine Oldschool-Karte. Muss man einfach so sagen. Ja, das ist 5Ds. 5Ds ist mittlerweile so alt, dass man sagen kann, ja, das ist schon Oldschool. Das ist einfach schon oldschool. Dann haben wir Zaradias, Herold des Himmels. Der gehört zu diesen, wie heißen sie? Sera de Vil und wie sie alle heißen. Also zu dem Thema gehört er, glaube ich, dazu. Dann haben wir kosmischer Horror, Gangel, der richtig played ist. Eine verlockende Königin Level 7, die auch richtig hart zerstört ist. Ich glaube, in Nirmend geht die noch 10, 12 Euro. Da ich hatte mal so einen Ordner, der gespendet worden ist, da waren zwei in Ultimate drin und dann glaube ich noch welche in Ultra, die auch 6 Euro gingen oder so. Großer Kern, auch richtig zerstört. Kettensprengung, auch kaputt. Windsturm, der Phönixflügel, auch zerstört. Dann ein Meteor, schwarzer Kometendrache aus Invasion Vengeance. Sehr, sehr cool. Den habe ich auch ein paar Mal aus Japan in Ulti. Wobei ich sagen muss, in Ultra sieht er tatsächlich fast besser aus. Dann degenerierter Kreislauf. Ich sehe hier oben eine kleine Beschädigung. Ich will hier bloß mal ganz kurz gucken, wie es dann aussieht mit dem Rest der Karte. Ja, ist halt hauptsächlich ist das Eck hier oben. Ansonsten ist sie aber noch relativ gut intakt. Dann der Anfang vom Ende, ja. Das ist eigentlich kein Artwork, das ist mehr so eine... Seht ihr das? Man sieht hier nur ganz leicht, was das eigentlich darstellen soll. Im Prinzip ist das bloß eine schwarze Fläche. Auch gut. Dann Neo Weltraum Dark Panther, auch total kaputt. Kokimairu Gravirose, auch, oder Gravirose in Englisch. Ritter des Buben, oder das, was von ihm übrig ist. Dann haben wir ein Gladiatorenungeheuer Essedari, oder heißt das so? Essedari, genau. Aus Extreme Victory. Da fing es schon an, dass auch die Ränder dann Ultimate gedruckt sind. Dann Pflanzenraupe des Untergangs. Ne, Planierraupe des Untergangs jetzt, ja. Hexe der Schwarzen Rose, leider Gottes auch voll zerstört. Ich finde die Karte voll schön. Tigge Klingenbrecher, von dem ich auch schon richtig viel in Ultimate. Heldenorden, auch ein bisschen lediert. Ausgelöste Beschwörung. Dann Grab des superstarken Organismus. Jetzt hätte ich fast Orgasmus gelesen, das wäre jetzt aber peinlich geworden. Dann haben wir einen finsteren Neftis. Mal schauen, was von dem noch übrig ist. Ah, der. Ah. Okay, nicht ganz so schlimm, wie ich jetzt gerade auf den ersten Blick gedacht habe. Aber natürlich auch nicht mehr niemand. Dann Cyberfinsternis Zacke. Zweimal. Die sehen beide noch sehr gut aus. Eigentlich fast mint, kann man fast sagen. Also wenn die Rückseite, ich schaue es mir später an, wenn die Rückseite auch noch top ist, dann haben wir zumindest hier schon mal zwei Ultimates, die richtig gut erhalten sind. Dann haben wir hier eine Super Rare DD Kriegerin aus Dark Crisis, also quasi auch der Originalprint, sehr schön. Oh, eine Fremdenführerin aus der Unterwelt, die Karte ging mal 150 Euro oder so, das war richtig sick.
Mittlerweile natürlich weit, also bei weitem nicht mehr, aber die ist tatsächlich in einem relativ guten Zustand. Und sie ist First. Das ist zum Beispiel was, das freut mich. Das freut mich richtig. Dann haben wir den was ist denn mit dem passiert? Der geflügelte Drache des Altpapiers offensichtlich. Schnell wieder in die Hülle, bevor ich mich vergesse. Dann haben wir den Corsicker aus Nech, also aus dem Originalbooster. Dann Trickster Reinkarnationsnelke aus Code of the Duelist. Vielleicht ist sie noch ein paar Euro wert, die ist ja noch nicht so alt, das Set. Dann den Topf der Begin Reprint. Ein Regenbogen Finsternisdrachen aus der Legendary Collection, also nicht der neueste Reprint. Hier muss ich auch mal ganz kurz gucken. Es gibt so ein paar Karten, da will ich einfach gleich schauen, was los ist, was Sache ist. Der sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Ich würde sagen, ja, Niemand ist auf jeden Fall noch. Er hat ein paar einzelne Stellen, ja gut. Ja, man kann es eigentlich noch. Ich bin eigentlich geneigt, es noch als Niemand zu bezeichnen, weil einfach die Druckqualität damals bei der Legendary Collection 2 so scheiße war, dass die Karten teilweise so rausgekommen sind. Eigentlich ist es nicht Niemand, aber der Fairness halber muss ich einfach mal davon ausgehen, dass sie so rausgegangen ist. Dann ist das nicht das Verschulden, ich sag mal, des ursprünglichen Besitzers und dann berechne ich das einfach mal als Niemand. Dann, okay, nehmen wir gleich mal den. Der Müllwächter, so wie es aussieht. Auch total kaputt. Aber immerhin der First. Dann haben wir den Super Vague Ride Jumbo Drill, auch kaputt. Abfangwelle, die sieht noch gut aus. Aus The Shining Darkness. Layla, lichtverpflichtende Zauberin, sieht auch ganz gut aus. Der Kartenhändler in Ulti ebenfalls aus. Oh, der Jinzo aus PSV, der ist immer übel hinüber. Aber das macht nichts. Gut. Jetzt haben wir den Stapel schon mal hinter uns und wir sind schon bei 10 Minuten. Ich sehe schon, das wird ein bisschen dauern, die heutige Folge. Das haben wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier aus Metal Raiders eine Spiegelkraft. Ich habe mittlerweile so viele Spiegelkräfte in Ultra, das ist unglaublich. Aber die ist, oh Gott, die ist richtig zerstört. Ich schaue gar nicht weiter hin. Und ein ziemlich kaputtes Swords of the Revealing Light. So, hier unten haben wir dann Toploader. Die Toploader, die... Das sind die Ghosts. Ja, das sind Ghosts, Leute. So, wir haben jetzt den Buster-Drachen, eine ziemlich schöne Synchro, ja, mit dem Buster-Klingenkämpfer die zu tun. Dann Raigeki in Ultra aus Dark Beginning, allerdings ziemlich lediert. Ruf des Silbernen aus dem Duelist Pack Revival of the Pharaoh, ich finde das Ardor einfach unglaublich cool. Einen Schicksalsheld Malicious, der war mal richtig viel wert in Secret Rare aus dem Rayel Omega Pack. Dann Feierliches Urteil aus Metal Raiders, die sieht aber auch schon ein bisschen lediert aus. Lightly played auf jeden Fall. DDB-Zeichner. Die kam, glaube ich, aus Invasion of Chaos ursprünglich. Kann das sein? Ich glaube, das auf jeden Fall war das in dem Hauptset, wo sie rauskam, der richtige Spam-Super. Genauso wie er hier. Nobleman of Crossout. Dann haben wir Törichtes Begräbnis aus der Legendary Collection. Ring der Verteidigung. Judgment of Anubis. Richtig geil. In Secret Rare aus Dark Crisis. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Dann haben wir die törichten Begräbnisbeigaben aus dem Megapack. Dann haben wir zwei Exodia-Teile, die beide natürlich nicht mehr so prickelnd sind vom Zustand her. Nochmal ein Malicious. Dann ein Shining Victory Special Pack, noch OVP. Lege ich mir mal anderweitig zur Seite. Wächter der Ordnung, den will ich mir jetzt mal angucken. Die Karte finde ich mega cool, die gibt es glaube ich auch in Super Rare. Bitte lass sie Mint sein, oder zumindest nie Mint. Na, es geht. Es geht tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Dann Geisterschütte und Winterkirschblüsen. Was ist denn heute mit meinem Deutsch los, Leute? Winterkirschblüsen. Na, schon mal gehört? Blüsen. Ja. Der wird wahrscheinlich so oder so zur Abgabe stehen, weil ich habe schon 10 Stück von denen. Megapack 17. Dann haben wir die Elfenzwillinge in total ramponiert. Nochmal ein Malicious, haben wir schon das Playset. Dann haben wir nochmal Elfenzwillinge, die sehen aber diesmal besser aus. Ja, die sind auch hier mit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir nochmal ein Exodateil ramponiert. Der Kartenkavallerist, zweimal. Auch sehr schön. 7 Werkzeuge des Banditen aus Metal Raiders. Die Spielwand, ein Harpchen Flederwisch, der hoffentlich, was ist denn? Ja,
lassen wir es einfach. Ich sollte nochmal Deutsch Nachhilfe nehmen. Der ist also auch ziemlich nicht ramponiert, also der ist in gutem Zustand. Dann haben wir zwei Blue Eyes, einen Red Eye B-Dragon. Nebeltal Goldadler, der ging auch mal 7 Euro oder so, weil der übel spielstark war. Ich weiß gar nicht, wie viel er momentan geht, ob der noch spielstark ist oder nicht. Für eine Hidden Arsenal 2 Holo ist der auf jeden Fall noch in gutem Zustand. Dann haben wir noch einen Demise aus Shadow of Infinity. Ein Begrenzentferner, ein ziemlich ramponiertes Korribu. Nochmal ein Schicksalsheld Malicious, das ist glaube ich schon eine vierte. Red Eyes B-Dragon. Painful Choice, Red Eyes B-Dragon und nochmal die 7 Werkzeuge des Banditen, allerdings diesmal in Zerstört. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Ghosts an, die dabei waren. Die sind, soweit ich weiß, alle Near Mint, hat er gesagt. Das schaue ich auch erst später. Genau, es waren zwei. Wir haben hier zweimal, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, Regenbogen Neos in Ghost Rare. Unglaublich schöne Karte. Unglaublich cool. Ja, kann man hier gerade ein bisschen schlecht einfangen. Hier vielleicht, hier sieht man es gut. Dann haben wir einen Red Eyes Flare Metal Dragon. Von dem habe ich tatsächlich erst ein oder zwei in Ghost Rare. Habe mich noch nie so wirklich um die gekümmert. Schön, dass jetzt mal einer mit dabei ist. Dann haben wir wieder zwei aufrichtig. Das sind jetzt, das habe ich schon 5 oder 6 von denen in Ghost, glaube ich. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen Nummer 92 Earthheart Dragon. Das Interessante war, beim letzten Mal, als ich den bekommen habe, habe ich nachgeguckt und da stellte sich heraus, dass die Ulti teurer ist als die Ghost. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Ich kann es eigentlich kaum vorstellen, aber damals war das so. Richtig witzig eigentlich. Dann der schwarzgeflügelte Drache. Eine ziemlich verschwommene Ghost, wie ich finde. Also ich weiß nicht, irgendwie ist der Effekt hier gar nicht gelungen. Also schon der 3D-Effekt, aber in den meisten Positionen sieht sie total verschwommen aus. Nur wenn man sie wirklich so hält, es hat das Bild wirklich Schärfe. Ja. Dann ein Rainbow Dragon First aus Tactical Evolution. Allein der geht ja schon 200 Euro. Also richtig teuer, der Stuff. Und ja, ein Sternfresser. Ein Sternfresser in Ghost. Ebenfalls First. So, jetzt haben wir die Box hinter uns. Ich tue das mal hier wieder rein. So, das sortiere ich dann später nochmal. Jetzt wollen wir uns noch den Ordner hier anschauen. Wie die Zustände sind, weiß ich nicht. Das gucke ich alles später. Ich werde jetzt nichts rausholen. Ich werde wirklich nur mal den Ordner durchgehen. Und ja, damit wir eben, damit das, wir haben jetzt schon 15 Minuten, damit das halt nicht eine halbe Ewigkeit dauert. Also wir haben hier mehrere Graceful Charity. Ich glaube, die sind auch ganz gut für Gold momentan, wenn sich nichts geändert hat. Zwei Flederwische. Wenn die natürlich im guten Zustand wären, wäre es nice. So wie es aussieht, sind sie das aber nicht. Dann haben wir unheilverkündende Schlange, verräterische Schwerter, nochmal eine unheilverkündende Schlange, also ziemlich viel Oldschool-Krempel, rotäugiger Zombie-Drache und Venom auch richtig cool. Oder, nee, nicht Venom, sondern Venomenon. Genau. War wohl zu viel im Kino. Himmlischer Drachenherrscher Felgrand, der ist relativ neu, basiert aber auf dem alten Felgrand-Drachen. Nochmal eine unheilsverkündende Schlange. Die ist auf jeden Fall destroyed, das sieht man. Dann der tapfere Archendrache, der war auch eben in diesem... Oh. Okay. Das ist jetzt verwirrend. Ach so, ja, okay. Dann haben wir hier eine Dracheneinheit. Waffe Leviathan oder Leviathan oder wie die heißt. Finde ich cool. Die Dracheneinheit-Karte liebe ich ohne Ende. Es gibt ein paar, die sehen da nicht so gut aus. Es gibt viele, die sehen ziemlich gut aus. Dann hier tapfere Archendrache, die war auch in dem einen Set mit dabei. Verbrecher-Duo hier unten wäre einiges wert, wenn sie in gutem Zustand wäre. Sage ich jetzt mal, Scapegoat, auch recht cool. Ich glaube, die elektromagnetische Schildkröte geht mittlerweile auch ein bisschen was. Gibt es sonst noch Erwähnenswertes? Ja gut, Shiranui Solitär ist glaube ich momentan ganz beliebt. Vulkanisches verdammtes Feuer ist so kaputt, dass das gleich hier uneben ist. Durch die Hülle durch. Ja, was haben wir dann noch erwähnt? Das ist hier Tribe Infecting Virus. Die ist ziemlich viel wert eigentlich. Normalerweise sollte sie. Die sieht auch jetzt hier auf den ersten Blick noch halbwegs brauchbar aus. Vielleicht ist es Dreck oben drauf, aber die Kanten sehen zumindest noch nicht so abgenutzt aus. Dann einen dunklen Magier des Chaos. Himmelsdragone aus Draconia, aus Core.
War er König, also die waren Könige, finde ich ja mega cool. Der ging mal 12 Euro hier in Ultra Rare. Mittlerweile ja nicht mehr, glaube ich. Mittlerweile ist recht günstig geworden. Sieht aber auch gut aus vom Ding her, vom Zustand her. Ja, natürlich Andros Wings, die muss ja überall mit dabei sein. Die anderen kommen bestimmt auch noch irgendwo. Ansonsten, hier haben wir jetzt etwas weniger. Den finde ich auch noch cool. Diesen mit dem langen Namen, den ich jetzt gerade nicht auswendig kenne, aber ich finde ihn halt einfach mega cool. Oder hier Diabond Colonel aus Dusa. Julis Saga, sehr schön. Was haben wir noch? Wir haben hier einen majestätischen roten Drachen, der ist vielleicht erwähnenswert. Sehr, sehr schöne Karte. Auch hier der hohe Nirvana Paladin. Ich glaube, das ist auch bis heute die erste. Ich hole ihn mal raus, man sieht es halt wirklich kaum von da oben. Das ist, glaube ich, bis heute die erste Synchro-Pendel-Karte, die es gibt. Ich habe zumindest sonst noch keine gesehen. Hier in Deutschland zumindest nicht. Ja gut, ich meine, die sollte eigentlich in einem guten Zustand sein. Das sind ja relativ moderne Karten. Ja, das kommt aus Dark Illusion. Selbe gilt für den Tyrannodrachen Erzunterwäldler hier. Haben wir hier oben den Gaia-Drachling, die Universalkraft. Hatten wir vorhin Ulti hier nochmal in Ultra. Was haben wir sonst noch? Dark Holos, LOB ist natürlich cool. Drachenbann, König Biowolf. Der ist hier unten auch mega, mega cool. Ich werde hier bloß mal ganz kurz. So, jetzt. Genau, gibt es sonst noch was? Ne, hier gibt es jetzt nichts Besonderes mehr. Was haben wir hier? Wir haben ja einmal Getrieberiese X aus Redu. Dann Evol Zadolka ist vielleicht noch erwähnenswert aus Photon Shockwave. Auch sehr coole Karte, buntäugiger Wutdrache. War auch eine Billig-Ultra in Anführungszeichen. Okay, ansonsten ist jetzt hier eher Standardkram. Dann haben wir hier oben, den hole ich auch mal kurz raus, Malakoda in Secret Rare. Das ist übrigens, da gibt es auch eine Ghost von, das ist die einzige Ghost, die ich jemals selber gezogen habe, aus einem Random Booster von Müller. Ja, es soll noch Wunder geben, habe ich gehört. Dann haben wir hier nochmal die 7 Werkzeuge des Banditen. Na, der Herald of Perfection, der ist vielleicht noch recht erwähnenswert. Proxy Drache, auch coole Karte, aber ansonsten die. Was ist denn das bitte? Kenne ich ja gar nicht. Einhornvogel. Hä? Also abgesehen davon, dass die Karte komplett im Eimer ist. Was ist das? Kenne ich nicht. Habe ich nicht. Hatte ich noch nie. Hä? Ich bin gerade voll überfordert. Okay. Ich schaue mir das später nochmal in Ruhe an. Machen wir erstmal weiter. Machen wir erstmal weiter. Okay, dann was haben wir hier? Sonderlicher Kerl, okay. Hier vielleicht noch ganz cool, nochmal ein Schicksalsheld Malicious und da drüber ein Double Dude. Phoenixianische Bissel am Achilles ging auch mal einiges, ist aber auch schon länger her. Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Muss ich mal gucken. Dann haben wir nochmal Biowolf und Blue Eyes aus dem Starterdeck damals. Eine japanische Schrumpfen in Ultra, aber total im Eimer. Okay. Gucken wir mal weiter. Nochmal Malicious aus Destiny Soldiers. Oh! Manticore of Darkness. Natürlich Near Mint, wie man sieht. Dann, oh Gott, Aqua-Schauspielerin, das durfte natürlich nicht fehlen. Dann Flammenwill Grunika, kannte ich gar nicht. Sehe ich hier das erste Mal, sieht aber ganz gut aus. Dafür, dass es eine Flammenwill-Karte ist. Flammenwill ist es nichts, was irgendwie so zu meinen Favorites gehört. Okay. Ja, dann geht es natürlich weiter mit Tynan hier unten. Darf natürlich nicht fehlen. Ein paar Sachen, die ich auch schon in meinen Toploadern habe, das sehe ich, da muss ich noch, kann ich dann später gleich rauslegen, wenn die Zustände stimmen. Schädelmeister, ursprünglich eine Secret aus Star Strike Blast gewesen, ging irgendwie 11, 12 Euro oder so. Daher wahrscheinlich jetzt auch der Reprint in Court of the Duelist in Super Rare. Hat den Wert natürlich wieder runtergehauen, den muss ich mal ganz kurz rausholen, weil ich finde nämlich cool. XXL Kobold Ritter. Ein Super Rare, aber der ist natürlich auch nicht in einem guten Zustand. Der hat hier unten eine Ecke. Trotzdem eine coole Karte, muss man schon sagen.
Okay, wir haben jetzt lauter Aqua-Schauspielerinnen, Aqua-Prinzessinnen. Aqua-Prinzessinnen. Dann haben wir hier einen Evolt Salagia aus Dusa und hier oben nochmal einen rotäugigen Leuchtfeuer-Metalldrachen. Was auch richtig cool ist eigentlich. Auch wenn der aus dem Deck ist. Ich finde ihn einfach mega nice. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch Erwähnenswertes? Hier jetzt eher weniger. Ja, genau. Schwarzes Horn des Himmels und Horn des Himmels. Natürlich auch cool. Wahre Drachokönige sind auch immer cool. Sehen echt nice aus. Discord. Ja. Discord. Da muss ich auch noch hin. Beziehungsweise auch noch drauf gehen. Auslöschung. Auch eine sehr coole Karte. Schatzkarte ist leider total ramponiert. Säbelloch. Muss ich noch gucken, wie die beieinander ist. Sieht aber ganz cool aus, so an sich. Das Artwork hier unten. Sehr, sehr schön. Dann eine Ultras Shadow Spectres. Düsterer Yorishiro. Natürlich ansteckender Ausrottungsvirus. Mega cool. Ist zwar eine limitierte Auflage. Ist halt aus einer Special Edition oder so, aber trotzdem sehr, sehr cool. Dann Protonenzuflucht ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert momentan. Dunkler Magier aus dem Starterdeck. Glaube ich sogar noch halbwegs brauchbar, sage ich mal. Ja gut, Magnetkrieger, die findet man eh ziemlich selten in gutem Zustand. Dann Kartenzerstörung. Seitdem sie wieder erlaubt ist, ist ja auch ein bisschen mehr wert geworden. Antiker Antriebs-Gottschildtrondrache. Ist auch eine coole Karte, wirklich. Ich liebe diese Karte. Sehr cool. Sehr cool. Dann, was haben wir hier? Wolkenkratzer Ulti, aber halt total zerstört. Cybertal, da will ich doch gleich mal nachgucken, ob der nicht vielleicht doch in einem. Ach, was ist denn das für ein Ordner, Alter? Da kriegst du die Karten kaum raus. Wirklich, das ist. Oh, da hat sie gleich mitgenommen. Ich hoffe mal, dass Cybertal zumindest in einem akzeptablen Zustand ist. Sieht auf jeden Fall, ja, Cybertal ist niemand. Sehr cool. Cyberkarten liebe ich ja sowieso immer. Liebe ich ja sowieso. Na? Dann, was haben wir noch? Dark Magician aus dem Starterdeck Yugi Evolution. Wenn der niemand ist, wäre es schon mal cool. Cyberdrache Nova ist auch nice. Wolkenkratzer hatten wir den gerade nicht in Ulti. Ja, doch, Wolkenkratzer hier nochmal in Super Rare, aber trotzdem total zerstört. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Random Supers. Genau. Dann nochmal ein Cybertal. Kann das. Ist das. Liegt das im Rahmen des Möglichen? Mal schauen, welchen Zustand der hat. Sieht auch gut aus. Ich leg das Ding gleich mal draußen. Ich meine, ich räume den Ordner jetzt dann eh gleich aus. Dann, ey, was haben wir denn hier? Das ist doch aus dem Duelist-Pack, oder? Ja. Geil, ist meine erste. Die hatte ich davor noch gar nicht. Aber auch die ist nicht mehr nehmend. Die ist exzellent. Was, Leute, was macht ihr mit den Karten? Ohne Witz, das ist eine nielnagelneue Karte. Wie kann die denn exzellent sein? Sirenengesang, auch cool, aus dem Duelist Pack Rivals of the Pharaoh. Und göttlicher Anmut Nordwemco. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Okay, hier haben wir jetzt ein paar eher, ich sag jetzt mal, unbedeutendere Sachen. MacLord Granell. Nochmal Malicious. Und ja, hier vielleicht nochmal Törichtes Begräbnis, allerdings auch ziemlich kaputt, genauso wie Kuribo und Wandelsternritter Trevor. Aber der sieht doch ganz gut aus eigentlich, also der müsste doch vom Zustand her, ja, der ist schon im relativ guten Zustand. Ja, das war's für den Part, also das hier tatsächlich nur Part 1. Ich habe hier noch so viel, ohne Witz, wirklich so viel, das können wir niemals in einem Video durchziehen. Ich hoffe, euch hat der Part schon mal gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu dalassen.
Wir sehen uns dann zum Part 2 und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.